Ja, das war auch schon das erste Rennen vom heutigen Tag. Mit den Mikros haben wir angefangen. Neben mir Enrico Förderer. Enrico, erzähl mal, wie war das Rennen für dich? Also ja, es war eigentlich sehr gut, habe am Start ein paar Plätze verloren und dann aber im Rennen wiedergeholt. Auf welchem Platz bist du dann im Endeffekt rausgekommen? Auf Platz 4. Gekämpft hast du die ganze Zeit hier mit der Person, die links vor mir steht, mit Moritz Schmeiß. Wie war das mit ihm zu fighten? Also ja, es war schon sehr schwer, also ja, war sehr schwer und ich komme kaum, auch kaum vorbei. Wo du dann mal vorbei warst, das hat sich ja immer abgewechselt. Wie war das dann mit Blickrichtung nach vorne? Waren die einfach zu schnell oder woran lag's? Also ja, wir waren ja die ganze Zeit, dadurch, dass wir die ganze Zeit im Kampf waren, konnten wir halt nicht mehr aufhören und dann waren halt vor uns die sehr weit weg. Gut, ja, Moritz. Du bist jetzt Vierter geworden, Dritter geworden, sorry. Aber das ist hier, glaube ich, relativ egal, weil die Meisterschaft, die hast du ja, glaube ich, ne? Ja, also es ist jetzt erstmal so ein bisschen Spaß haben, bis versuchen Erster zu werden, wie immer, und dann mal gucken. Du sagst, du möchtest versuchen, Erster zu werden. Jetzt musst du natürlich schauen. Die anderen beiden, gerade der Raphael, der ist ja doch schon deutlich schneller jetzt gewesen. Meinst du, das lag nur daran, weil ihr beide so im Kampf verwickelt war oder auch generell liegt ihm einfach diese Strecke? Ganz klar, ihm liegt diese Strecke, es passt heute alles, aber ich war von Anfang an im Kampf und so, mit Kampflinie auch, und es kostet halt viel zu viel Zeit und dann konnten die beiden vor uns wegfahren halt. Na gut, ein Rennen habt ihr beide ja noch heute vor euch. Versucht vielleicht mal nicht so viel zu fighten, eher an die anderen ranzukommen. Dann wird das vielleicht auch noch was mit den ersten oder zweiten Plätzen. Vielleicht sehen wir uns ja dann heute nochmal. Viel Glück fürs Rennen und danke fürs Interview, Jungs.